Gut, also die noch nachgekommen sind, möchte ich auch noch ganz herzlich begrüßen. Und auch noch die Zuhörer. Es ist ein Tag, der Gott gemacht hat. Und wie ich schon vorher gesagt habe, der Herr sagt, in den Schwachen bin ich mächtig. Und so rühme ich mich der Schwachheit Gottes auch heute Morgen. Und ich weiß, der Herr ist gnädig mit denen, die wissen, ich kann nichts von mir aus. Ich brauche einfach die Stärke Gottes heute Morgen. Und der Herr ist wirklich gut und er ist dran an der Arbeit. Und wir können das sehen, wir können das manchmal sogar fühlen. Und wir sehen Resultate, wir sehen Bewahrung. Was wir alles heute gehört haben, war schon so gut. Der Herr ist dran. Genau. Also, ernste Nachfolge bringt Frucht hervor. Das glaube ich, da bin ich gewiss. Ich sehe es und kann es erkennen. Und so möchte ich mit euch in eine Geschichte hineingehen, die Jesus uns selbst gegeben hat, ein Beispiel. Und da dürft ihr mit aufschlagen, wer eine Bibel dabei hat. Ansonsten, der Text steht dann, Johannes 15, dort wird berichtet von einem Weinstock. Die Geschichte ist vielen nicht fremd, aber es ist so gut. Und da möchte ich lesen, ganz am Anfang, Kapitel 1, also 15, Vers 1 und 2. Und dort steht geschrieben, Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ich möchte euch mal so ein bisschen mitnehmen in einen Weinberg hinein. Wir haben noch Leute unter uns, die sogar einen Weinberg haben. Antonio, die haben einen, der könnte da noch viel, viel, viel mehr dazu sagen. Aber ich möchte euch jetzt einfach mal so mitnehmen und euch so ein bisschen beschreiben auch, wie das ist, dieser Weinstock. Wir wissen, wenn Jesus sagt, dass er der Weinstock ist, der Weinstock hat Wurzeln und er ist in die Erde hineingegraben. Die Wurzeln kriegen auch dort ihr Wasser. Dieser Weinstock versorgt dann auch die Reben. Es bilden sich an dem Weinstock, bildet sich auch noch so ein sogenannter Kopf. Und von dort aus gehen die Reben aus. Man weiß, dass die Reben in der Regel zwei Triebe sollten sie haben, alles andere wird weggetan. Und diese Reben, wenn sie wachsen, dann kann man auf einmal sehen, dass es anfängt, kleine Blüten dran zu kommen, die immer mehr reifen und dann zu Trauben werden. Die Traube ist ja das Ganze und diese Früchte, die drinnen sind, bilden zusammen die Traube. Ja, nicht die einzelnen Beeren, sondern diese ganze Traube oder wir sagen auch manchmal Klutter halt, so sagen wir es auf Blatt auf. Da dran ist alles, sind diese Früchte zu erkennen. Aber das Ganze ist die Frucht. Und ich fand das so genial, dass Jesus gerade so dieses Beispiel nimmt, weil wir werden nachher noch auf Galater zurückkommen und auf Epheser, wo dann auch so diese Galater, die Frucht des Geistes ja auch genannt ist. Auf jeden Fall stellt ihr euch mal diesen Weinstock vor und ihr habt schon richtig schöne Trauben. Da sind auch grüne Blätter dran. Und die sehen richtig schön aus. Und wenn man mal so im Weinberg nachher im Herbst spazieren geht, und die verführen natürlich auch, dass man da mal sich einen abpflückt. Sie sind richtig schön anzusehen, diese Früchte, wenn sie schon reif sind, wenn sie schon die richtige Reife haben. Und so ein Weinberg, es ist natürlich viel Arbeit, im Weinberg auch zu arbeiten. Damit aber das Ganze auch so entstehen kann, gibt es natürlich diesen Weingärtner. Und dieser Weingärtner, der sorgt sich um die Reben am Weinstock. Er geht umher und schaut sich
die Weinstöcke an und er sieht auch die einzelnen Reben. Und er sieht, welche Rebe keine Frucht bringt, die schneidet er ab und er lässt dann Frust, die die Frucht bringen, höchstens zwei stehen. Es hat schon einen genauen Ablaufplan. Ich weiß nicht, wie es früher war, aber heute bei diesen Weingärtnern, die Besitzer eines Weinbergs sind, die haben da schon genaue Vorstellungen, wie das alles so ablaufen soll. Unsere Tochter hat ja auch ein Haus gekauft und da sind auch viel Wein hängt da dran. Und meine Mama hat dann gesagt, ja, da müsst ihr, wenn die letzte Frucht da ist, da hinten dran muss man abschneiden, damit die ganze Kraft in die Trauben gehen können, dass sie größer werden. Also bei einem wild wachsenden Wein machen wir es auch so, dass er bearbeitet wird. Er muss bearbeitet werden, damit die Trauben dicker werden. Ich hätte davon jetzt keine Ahnung gehabt, aber was Mama manchmal sagt, kann ja auch sehr nützlich sein für uns. Die Eltern wissen da manchmal schon, aber sie hat es auch von niemand gehört, sie wusste es. So haben wir auch die Woche hier mal Triebe geschnitten. Gut, die Reben am Weinstock. Dann heißt es ja auch in 2, wenn die Rebe keine Frucht bringt, ohne Frucht bleibt, dann wird sie abgehauen, sie ist nutzlos. Und die Frucht bringt, sie wird gereinigt werden. Da wird alles weggetan werden, was rundherum ist. Jesus sagte Folgendes zu seinen Jüngern. Das können wir in Vers 4 und 5 können wir weiterlesen. In Johannes 15, 4 und 5. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Erstmal 4. Also Jesus sagt ganz klar, weil er das ja auf uns bezieht. Er redet ja nicht nur von den schönen Trauben, er redet von uns, unsere Beziehung zu ihm. Wie sieht das aus? Bleibt in mir. Wenn ihr in mir bleibt, dann wird auch eine Frucht entstehen. Und er sagt, ihr könnt, ohne mich könnt ihr eigentlich nichts tun. Ihr braucht mich. Genau wie diese Traube den Weinstock braucht, die Rebe braucht den Weinstock, wo alles herkommt, damit die Frucht überhaupt reifen kann. So ist es genau mit den Kindern Gottes, die Jesus angenommen haben. Sie brauchen täglich zu Jesus sich zu wenden. Sie brauchen die Kraft, die von ihm ausgeht, um das Leben so führen zu können, dass es Frucht bringen kann. Frucht nicht nur für Zeit, sondern auch für Ewigkeit. Amen. Weil die Frucht wird bestehen bleiben im Himmel, heißt es. Sie wird nicht zunichte werden. Aber alles, was wir aus uns heraus tun werden, das wird zunichte werden. Was ich aus meinem Gutdünken tue, aber was aus dem Glauben heraus geschieht, diese Frucht, sie wird Bestand haben in Ewigkeit. Und dann sagt er in Vers 5, ich bin der wahre Weinstock, sagt er dann wieder, und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun in 5. Ich bin der wahre Weinstock, ich bin der Weinstock wieder. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn außer mir könnt ihr nichts tun. Ohne ihn könnt ihr nichts tun. Laufen wir in dieser Welt ohne Jesus, bringen wir zwar Tag für Tag gewisse Frucht, aber es ist eine Frucht, die erwartet wird in dieser Welt. Eine Frucht, die wir tun müssen. Wir müssen arbeiten, um unser Geld zu verdienen, um Essen zu haben. Aber das ist nicht die Frucht, die Jesus von uns möchte. Und wie sieht denn auch diese Frucht aus, die Jesus von uns möchte? Diese Frucht besteht darin, eigentlich Christus ähnlicher zu werden. Ja, diese Frucht besteht darin, Jesus ähnlicher zu werden. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Veränderung ist angesagt. Jesus ähnlicher werden heißt, ich muss mich verändern lassen in meinem Geist und in meinem Sinn.
dass das auf Jesus abgestimmt ist. Bin ich eng an Jesus dran, kenne ich sein Wort, dann weiß ich, was ihm gefällt. Amen. Amen. Es gefällt. Wir wissen, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Und es geht darum, diese Dinge zu tun, die ihm gefallen. Nicht, was ihm nicht gefällt. Dann lesen wir jetzt mal in Epheser 4, 23 und 24. Epheser 4, da ist es. 23 und 24, und dort heißt es folgendermaßen, genau wie ich euch gelesen habe: erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Und dann sagt er noch Folgendes, sagt Paulus Folgendes: und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also erneuert euren Sinn und dann wandelt da drinnen. Zieht den neuen Menschen an. Ich kann natürlich den neuen Menschen nicht anziehen, aber ich soll mich da rein begeben. Ich soll da drin laufen. Ich soll das, was Jesus in mir schon verändert hat, darin leben. Ich kann nicht mehr leben, Dinge ausführen, die ich früher getan habe, wenn ich wusste, sie waren nicht okay. Ne? Darin laufen, den neuen Menschen anziehen. Du ziehst ihn auch mal Schritt für Schritt an, du fängst an in deinen Gedanken. Der ganze Leib wird lichter und lichter und erkennt, was eigentlich der Wille Gottes ist. Und wir haben in letzter Zeit auch gehört von dieser Frucht des Geistes. In Galater 5 wird das ja auch so schön beschrieben, 5, 22 und 23, von dieser Frucht. Und ich fand das so interessant, weil Jesus gerade das mit dieser Traube nimmt, mit dieser Rebe, weil die Traube eins ist und sie hat ganz viele Beeren. Und das ist genauso mit der Frucht des Geistes. Das ist eine Frucht, die beinhaltet all diese anderen Eigenschaften. Ne? Die Frucht aber des Geistes, Galater 5, 22 heißt es, die Frucht aber des Geistes, sie ist Liebe, ist Freude, ist Friede, ist Geduld, Freundlichkeit, ist Güte, ist Treue, ist Sanftmut, ist Keuschheit. Da könnte man noch eigentlich viel mehr hinzufügen, oder? Da passt noch viel, viel mehr hinein. Ist zum Beispiel auch Ehrlichkeit die Frucht des Geistes. Ich lebe in der Wahrheit. Ich lege Lüge ab. Ist auch zum Beispiel Gutes zu tun. Die Frucht des Geistes. Daraus wirst du Dinge tun, was deinem Nächsten gut tut. Du stellst nicht immer noch dich so sehr auf den Thron. Du schaust mal auf die Belange deines Nächsten. Die Frucht des Geistes ist das, was in uns reifen soll, was verändert wird, wenn wir wie die Rebe am Weinstock bleiben. Wenn wir dranbleiben, damit wir Frucht bringen können für die Ewigkeit. Jesus ist es auch sehr wichtig gewesen, immer wieder auch zu ermahnen. Er hat ja nicht nur Liebesworte gesprochen, er hat ja auch ermahnt. Jesus war sehr wichtig, bevor er wieder zum Vater fährt, auch Dinge klarzustellen, uns Wegweisungen mitzugeben, auch mal zu ermahnen und mal zu sagen, stopp bis hierher oder schau mal das und das. Es war ihm einfach wichtig. Aber nur aus Liebe, es war ihm nur aus Liebe wichtig, weil er uns unendlich lieb hat. Er hätte es nie getan, um uns damit bloßstellen zu wollen oder um uns bestrafen zu wollen, zu sagen, eh du. Nee, er tat es aus Liebe. Aus dieser Liebe heraus handelte er immer an seinen Jüngern und genauso an uns. Nicht uns bloßzustellen, sondern zu sagen, du bist mir ein Schwert voll und ich möchte, dass du mit mir eines Tages auf goldenen Straßen tanzt. Ich möchte nicht, dass du verloren gehst, sondern ich möchte, dass du die Ewigkeit erreichen tust. Bringe Frucht für dein Leben in der Herrlichkeit. In Johannes 15, in Vers 6,
da ermahnt er ja auch wieder. Und er sagt es ja auch wieder. Wer nicht in mir bleibt, sagt er, ne? 15, Vers 6. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Also er macht da einfach so klar, dieser Unterschied, wenn ich mit ihm gehe oder wenn ich mich wirklich löse von ihm, was dann alles so kommt. Wir Christen glauben daran, dass diese Trennung stattfindet und dass es Himmel und Hölle gibt. Ich glaube daran, dass das nicht nur bildlich gemeint ist, dass diese Trennung da sein wird. Und wenn wir losgelöst sind von ihm, dann haben wir uns sowieso schon selbst von ihm getrennt. Er würde uns nicht so einfach wegtun, es sei denn, wir sind total auf Abwege und halten zwar nur fest, wie wir vorher gehört haben, viele haben gesagt, Herr, Herr, haben wir denn nicht in deinem Namen das und das getan? Sie dachten ja noch, sie sind an Jesus dran, sie sind noch an dem Weinstock. Sie brachten doch auch eine gewisse Frucht. Sie haben Befreiungsdienst gemacht. Und was sie noch alles taten, aber der Herr sagt dann, tut mir leid, ich kenne euch nicht. Also es ist absolut wichtig, dass wir geradlinig mit dem Herrn gehen und dass unser Herz stimmt. Er wird immer unser Herz beurteilen. Das Herz ist ein trotzig und verzagtes Ding, sagt das Wort Gottes. Wer kann es ergründen? Der Herr kann es ergründen, Amen. Er kann es ergründen. Als wir uns damals entschieden haben, Jesus zu folgen, jeder Einzelne, der hier sitzt, der sich schon entschieden hat, den Herrn als seinen Heiland auch angenommen hat, dann beginnt aber auch so in unserem Leben so ein Gehorsam, der der Sünde absagt. Es hat angefangen, in uns ein Gehorsam aufzuwachen, der sagt zur Sünde nein. Die Sünde haben wir angefangen zu erkennen. Und die Sünde ist es aber auch immer wieder, die uns zu Fall bringen möchte, die in Gedanken kreisend darauf acht hat, Menschen davon abzuhalten, in die Frucht oder die Frucht hervorzubringen, die Gott gefällt. Und so, die Sünde, die wird in Galater 5, 16, wird ja so einiges darüber beschrieben, was das so sein kann. Da gibt es einiges, ich kann euch das mal kurz noch vorlesen, was Galater 5, 16 sagt. Galater 5, 16, dort sagt zuerst mal Paulus, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Das ist mal ein Aufruf, den er uns gibt. Zuerst mal ein Aufruf, bitte lebt im Geist und lebt nicht im Fleisch. Denn wir wissen, dass das Fleisch hat eben immer wieder aufbegehrt. Es ist ein Aufruf von Paulus an uns. Und es gibt zum Beispiel da wirklich Dinge, die ich vielleicht schon abgelegt habe, dass der Götzendienst, es ist vielleicht irgendwann, gibt es Dinge, die dir viel wichtiger sind wie Gott in deinem Leben, dass Gott nicht mehr die Nummer 1 ist in deinem Leben. Du hast was anderes auf diesen Platz gesetzt, dann bitte ich dich einfach, das zu überdenken und mal wieder Umkehr zu tun in diesem Bereich. Ausschweifung kann wieder in dein Leben kommen. Hast vielleicht vorher nicht mehr getrunken, hast schon das Rauchen abgelegt und dann auf einmal fängst du wieder all diese Dinge an. Neid kann sich breit machen, Eifersucht kann auftreten, sogar Streit. Man streitet auf einmal viel häufiger. Und dann auch noch diese üble Nachrede, die wir vorher auch schon in der Einleitung gehört haben, wo üble Nachrede immer wieder gerne uns angeboten wird. Greifen wir dazu, wenn jemand übel über den anderen redet? Oder sagen wir, tut mir leid, ich möchte nicht reden über die oder die Person? Nein. Dass wir so wachsam sind, weil der Teufel weiß, wie er uns packen möchte, dass die Frucht nicht zum Tragen kommt. Dass die Frucht nicht reif wird in unserem Leben.
Und diese Dinge, in das sich so eingeschlichen hat, auch manchmal Tratsch und Klatsch. So, wenn wir so klatschen hintereinander und tratschen, da ist auch so Vorsicht geboten. Manchmal bist du unzufrieden und du lässt diese Dinge raus und du reitest aber damit andere mit hinein in diesen Tratsch. Tratsch und Klatsch soll fern sein von uns. Unser Mund soll Acht haben. Stell mir einen Wächter vor meinen Mund. Das ist ein gutes Gebet. Wenn du damit Probleme hast mit Tratsch und Klatsch, dann möchte ich dich bitten, bete drum, Herr, stell mir einen Wächter vor meinen Mund, dass ich Acht habe, was mein Mund redet. Acht habe. Und dieser Prozess, das beginnt manchmal alles sehr langsam. Wenn wir schon am Weinstock sind, wir sind dran, verbunden, und dann, wenn so Dinge sich einschleichen, es beginnt sehr langsam. Vielleicht fängst du an, nicht mehr so viel zu beten, vertraust Gott nicht mehr, deine Sorgen an. Sein Wort liest du nur noch sehr selten und den Gottesdienst versäumst du immer öfter. Die Bibelstunden fallen ganz flach und langsam und ganz langsam zieht der Heilige Geist dich einfach mal zurück. Es ist so, du kannst Dinge erkennen eigentlich, wenn du Mensch bist, der vom Geist Gottes geführt ist und du einen Blick dafür hast und er wird dir einen Blick geben, wie das aussieht, dann ist das einfach so. Es ist ein langsamer Prozess und dann können wir keine Frucht mehr bringen. Und das wäre zu schade, weil wir sind alle sehr wertvoll, sehr kostbar und der Herr möchte, dass wir Frucht bringen. Und als Gemeinde des Herrn ist es eigentlich auch sehr wichtig, dass jeder Einzelne Acht darauf hat, wie er sein Leben führt. Ja, es ist wichtig, wenn du zu der Gemeinde des Herrn gehörst, wie du dein Leben führst. Ich kann nicht immer in deinem Leben an deiner Seite sein oder sonst einer und dir sagen, das und das. Es ist wichtig, wie du es führst. Ganz wichtig. Und dann gibt es noch was, was auch sehr gut ist. Wenn wir mal in so eine Situation hineinkommen, wo alles anfängt abzuschwächen durch Umstände, dann gibt es den Weingärtner. Das ist Gott. Gott sagt, Jesus sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Und er sieht diese Dinge und er fängt dann an zu schneiden. Rauszuschneiden, was nicht gut ist. Lassen wir es zu, Dinge aus unserem Leben wirklich rausschneiden zu lassen. Dinge, die Gott mit Sünde bezeichnet und die uns vielleicht absolut gar nicht gut tun, aber wir wollen sie behalten. Ich will es nicht loslassen. Sind wir bereit, dieses Messer an uns ranzulassen oder diese Axt, wie es abgehauen wird? Sind wir bereit dazu? Und ich denke, Gott gibt immer das Wollen dazu, wenn wir Ja sagen. Wenn wir sagen, okay, hier bin ich Herr, hilf mir, dass ich es will, dass ich an mir, in meinem Leben, mir von dir reinreden lasse. Ich möchte mir von Gott in mein Leben reinreden lassen. Amen. Und ich, für mich, ich möchte viel mehr hören, wenn Gott in mein Leben reinredet. Auch kleine Dinge möchte ich hören. Was hat der Herr mir zu sagen? Wie soll ich mich da verhalten? Mach mich weise. Oder wenn ich verärgert bin, lass mich nicht Worte benutzen, die Gott nie gefallen würden. Immer hören, was sagt der Geist Gottes? Ich möchte Frucht bringen. Es ist eine Entscheidung. Willst du Frucht bringen für dich, für die Ewigkeit, fürs Reich Gottes? Es ist eine Entscheidung. Lass ich Gott mir diese und diese Dinge wegnehmen oder halte ich sie fest? Und dann, nicht nur jeder Einzelne ist zwar für sich zuerst mal verantwortlich, auf jeden Fall, aber dann, Gott sei Dank, gibt es auch eine schöne Bibelstelle in Galater 6, 1 und 2. Und das finde ich so ermutigend, dass wir immer wieder erkennen, wir stehen eigentlich nicht allein da, wenn wir Dinge haben, die abgeschnitten werden sollen. Wir stehen nicht allein da. Und Galater 6, 1 und 2, dort heißt es dann, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht. Mit sanftmütigem Geist, die ihr geistlich seid, und dann kommt's. Und
Sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Es ist wichtig, dem Nächsten zu helfen, aber immer wieder dieser Blick auf sich selbst, immer wieder Acht haben auf sich selbst. Wie stehe ich vor Gott? Wie kann ich auf seinen Weg gehen? Und dann kommt die Stelle, die wir alle gerne hören: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Vielleicht hören wir es gerne, aber es gibt bestimmt einige, die sagen, ich habe mit meiner Last genug zu tun, ich will nicht nach dem seine Last tragen. Aber wir sind dazu berufen, auch uns gegenseitig unsere Lasten zu tragen. Und wenn du irgendwelche Lasten hast, geh hin und du weißt, ich werde mit dem und dem beten, dass ich das überwinden kann, dass Gott dort Gnade gibt und ich wirklich in meinem Leben auch die Frucht bringen kann, die Gott absolut gefällt. Und dann komme ich jetzt so zum Schluss und ich habe die Frage gestellt, warum brauche ich denn eigentlich Frucht? Ist es überhaupt nötig, dass ich Frucht hervorbringen muss? Reicht denn nicht, wenn ich so ein kleines Träubchen da hängen habe? Ist es wichtig, Frucht hervorzubringen? Ja, es ist wichtig, erstens, damit ich nicht den Himmel verspiele, damit ich nicht meine Zukunft verspiele. Das hier ist nicht meine Zukunft ist der Himmel. Denn die Rebe, heißt es ja, sie wird abgehauen und sie wird verbrannt werden. Also ich möchte nicht erstens den Himmel verspielen. Dann zweitens heißt es, und das können wir in Vers 8 lesen, Johannes 15, Vers 8. Dort heißt es dann nämlich, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Und werdet meine Jünger. Der Vater wird verherrlicht, wenn wir Frucht bringen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr selber Kinder auch habt. Und die Kinder, wenn sie in den Wegen gehen, die du ihnen gezeigt hast, was gut für sie ist. Ne? Man lernt sie ja zu sagen, lüge nicht, sei gehorsam, diese Dinge einfach, wenn wir das lernen, selbst gelernt haben als Kinder von unseren Eltern und wir bringen es den Kindern bei. Wir geben eigentlich damit auch ein Beispiel an die Welt. Wir verherrlichen damit ja auch unsere Eltern, wenn wir ihnen gehorsam sind. Also wenn es im Willen Gottes steht, wenn es Dinge sind, die nicht im Willen Gottes stehen, natürlich nicht. Ich gehe jetzt von geistlichen Eltern auch aus. Wir geben damit auch der Welt ein Zeugnis. Meine Eltern, oder der Vater im Himmel, unser, hat es gut gemeint und der Weg ist gut, den er für mich bereitet hat. Ich zeige der Welt eigentlich auch, wenn ich Frucht bringe, wer Gott ist dadurch und wie er eigentlich ist. Ich zeige es der Welt, wie Gott ist. Und zum Abschluss lesen wir noch Epheser 4, 24. Epheser 4, 24. Dort heißt es dann, wie wir es ganz zu Anfang schon gehört haben, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. So, dann geht es noch weiter, von 25 bis 32. Jetzt noch einmal ganz genau, was eigentlich Jesus meinte und was Paulus jetzt hier auch erwähnt an die Epheser in diesem Brief. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Weil wir untereinander Glieder sind. Na, wir brauchen uns einander. Wir lieben uns auch. Wir haben uns gern, weil wir wissen, wir haben einen Vater, einen Gott, denselben, und ihm dienen wir. Und dann heißt es, zürnt ihr, so sündigt aber nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.
Das heißt, wenn du abends noch nicht versöhnt bist mit deinem Mann oder mit deinem Kind, dann, und hast du doch Groll in dir, dann versöhn dich noch. Tu das. Und dann heißt es, und gib nicht Raum dem Teufel, denn das sind Dinge, wo der Teufel sich dran freut, wenn Unfrieden ist, und so kann er eingreifen. Und dann heißt es, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen auch noch abgeben kann. Und dann heißt es, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, genau, und auch was notwendig ist, damit es Segen bringe, denen, die es hören. Es soll Segen bringen. Segen bringen. Was wir reden, es soll aus einem rechten Motiv, aus unserem Herzen entspringen. Da kann auch mal eine Ermahnung einfach dabei sein. Sie wird zum Segen sein. Immer das, was dem Nächsten dient. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Wir haben gehört, wenn wir keine Frucht mehr bringen, dann zieht sich der Geist Gottes auch zurück. Es fängt langsam an, Stückchen für Stückchen, und wir sind nicht mehr am Weinstock und wir laufen unsere Wege und es kann sich alles noch so gut anhören und es werden vielleicht Zeichen und Wunder durch uns geschehen, aber wir sind nicht mehr dran. Acht habe drauf, dass wir dranbleiben an diesem Weinstock. Menschen können wir viel vormachen, aber Gott nicht. Gott sieht genauer, er sieht dahinter. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung, die seien fern von euch, samt aller Bosheit. Die sollen nichts in unserem Leben zu tun haben. Und dann heißt es, seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und das ist auch so der rechte Gottesdienst. Wenn wir einander lieben, einander vergeben, wenn wir diese Frucht des Geistes in unserem Leben reifen lassen, diese Frucht, die so vieles beinhaltet, eine Frucht, die dann da ist, wenn wir Ja gesagt haben zu Jesus. Und ich möchte, dass wir alle auch so gesinnt sind, Raum zu geben dem Heiligen Geist, dass wir ihm gestatten, auch dem Vater gestatten, an uns zu schneiden, die Dinge wegzuschneiden, die nichts in unserem Leben verloren haben. Es werden immer wieder Dinge auftauchen, wo du erkennst, es bringt keine Frucht. Und so wollen wir Gott vertrauen, dass er uns ganz neu aufhilft in unserer Schwachheit, denn es ist ein guter Gott, den wir haben, ein liebender Gott. Und wenn wir auch jetzt das Abendmahl feiern werden, dann werden wir mit dieser Absicht das Abendmahl feiern oder auch vor den Thron der Gnade dann kommen, dass der allmächtige Gott uns gnädig ist und uns aufhilft, Frucht zu bringen in all unserer Schwachheit. Amen. Amen.